Offizier, der den Palast erstürmte. Tati Kieu, gestern Spionin des Vietcong, heute Ehrenoberst der revolutionären Streitkräfte. Gilles Watts, der Ex-GI, der sich in Vietnam verliebte. Ngo Phan Han, der General, der für Südvietnam kapitulierte. Lê Quang Vinh, der letzte Überlebende der Teufelsinsel und heutige Regierungsfunktionär. Es ist Abend geworden. In diesen Stunden wird es in Ho Chi Minh-Stadt erst richtig turbulent, als wenn die Stadt ein zweites Mal erwacht. Die Gegend um das alte Parlament ist Vergnügungsviertel und Flaniermeile. Die neuen Symbole beherrschen das Straßenbild. Unbefangen werden sie angeboten und gekauft. Die Symbole der kommunistischen Macht haben sich nicht versteckt. Es gibt sie nicht. Wer sich informieren will, kann das tun. Parteizeitungen gibt es auch, aber nicht sehr viele. Bezahlen mit westlichen Kreditkarten, kein Problem. In diesen Stunden erinnert gar nichts mehr an den Krieg. Die Kinder, die in dieser privaten Vorschule im Zentrum von Ho Chi Minh-Stadt spielen, wissen nichts vom Krieg und sie wissen auch nichts von dem schwierigen Frieden, in dem ihre Eltern leben. Es sind die Kinder zumeist wohlhabender Vietnamesen, wie die von Frau Thon Nu Diem Phuong. Ich komme aus einer Familie im Zentralvietnam aus Hue. Ich wurde dort geboren und bin dort aufgewachsen und habe dort auch studiert. Und das war während des Krieges, als mein Vater und meine Mutter mit uns in den damals noch sicheren Süden zogen. Und jetzt bin ich hier in Ho Chi Minh-Stadt. Mein Vater ist 1982 in Australien gestorben. Er war mit meiner Mutter und meiner Schwester direkt nach Kriegsende ausgewandert. Ich blieb hier in Vietnam. Was die zurückhaltende, vornehme Frau nicht sagt, sie ist die Enkelin des letzten vietnamesischen Kaisers Bao Dai. Aber sie sagt auch, sie wolle mit ihrer Herkunft nicht angeben. I think everywhere in the world and in Central City, the same thing. Car, traffic and anything. Probleme gibt es bei uns reichlich. Überall gibt es Schwierigkeiten. Der Autoverkehr hat unglaublich zugenommen. Die Wirtschaft funktioniert noch nicht. Ich kümmere mich um einen Kindergarten und eine Vorschule. Das macht mich zufrieden und ich helfe meinem Mann in seinem Geschäft. Deswegen sind die anderen Probleme für mich nicht so wichtig. Ich habe genug zu tun. Das macht mich zufrieden und glücklich. Ich habe mein ganzes Leben in Vietnam verbracht. Ich habe nicht vor, in ein anderes Land zu gehen. Und unsere Kinder gehen hier zur Schule. Sie sind jetzt alt genug für die Schule. Was aus meinen Kindern wird, wenn sie einmal groß sind, das weiß ich noch nicht, aber jetzt bin ich erstmal glücklich, dass sie in meiner Vorschule sind. Mein Mann ist Amerikaner. Er hat viel Geld in sein Unternehmen gesteckt. Er verbringt sein ganzes Leben hier. Er sagt mir, er will nicht in ein anderes Land, er will nur in Vietnam leben. Er will Vietnam helfen, besonders in der Fischereiindustrie, weil er glaubt, dass in Vietnam niemand versucht, der Fischerei zu helfen. Er will es tun. Und das ist sie, die Familie. So etwas gibt es nicht nochmal in Vietnam. Die Enkelin des letzten Kaisers von Vietnam, verheiratet mit einem US-Bürger. Der 52-jährige ehemalige amerikanische Vietnam-Soldat Gilles Watts und seine Prinzessin. Lange hatten beide auf ihr Familienglück warten müssen.
Ich glaube, dass alle vietnamesischen Frauen, wenn sie einen Ausländer heiraten, Vietnam auch verlassen wollen. Ich aber bin anders. Ich bin mit meiner Familie hier glücklich. Phuong will diesen schrecklichen Krieg vergessen. Diesen Krieg, der so viel Unglück, Vertreibung und Not über ihr Land und ihre Familie gebracht hat. Diesen Krieg, in dem ihr Mann gegen ihr Land gekämpft hat. Ein Krieg, der trotz aller Brutalität, Grausamkeiten und Verbrechen dem Amerikaner G. Watts das fremde Land näher gebracht und ihn verändert hat. Ich bin als Soldat gekommen und ich wusste nur, dass ich gegen die Kommunisten kämpfen sollte. Und dann, während dieser Zeit, verbrachte ich 17 Monate an der Front bei der 25. gepanzerten Infanterie. Und dann wurde ich zurück ins Hauptquartier versetzt und ich konnte meinen Horizont ein wenig erweitern, denn ich hatte mit allem zu tun, mit Land- und Seestreitkräften, Luftwaffe, Marine. Und ich erhielt ein genaueres Bild von diesem Land, hörte von den Ansichten vieler Generäle und Offiziere und Beamten der amerikanischen Regierung und der alliierten Streitkräfte und von vietnamesischen Beamten. Dreißig Jahre hat dieser Krieg gedauert. Er steckt fast allen Vietnamesen in den Knochen, dem Amerikaner G. Watts natürlich auch. Der Widerspruch bleibt. G. Watts hat den Kommunismus bekämpft, nun lebt er in Vietnam. Der Rest Asiens war ausreichend stark, um den Vormarsch des Kommunismus in dieser Region zu stoppen. Die beiden Länder, die wir nicht richtig auf unsere Seite ziehen konnten, waren Kambodscha und Laos. Und sechs Monate, nachdem die Kommunisten in Vietnam die Macht übernommen hatten, fielen Laos und Kambodscha auch an sie und ihre kommunistischen Bewegungen. Und sie waren die beiden letzten Dominosteine, die umfielen. Der Rest Asiens war stark genug, dem zu widerstehen. Gil Watts hat diese Fischfabrik in Saigon aufgebaut. Sie ist derzeit in einer Test- und Aufbauphase, wie er sagt. 1989 ist er auf Einladung der Regierung zurück nach Vietnam gekommen. Sie hatte den international anerkannten Fischereiexperten gebeten, beim Aufbau dieser Industrie zu helfen. Es ist ein Gefühl, als ob man nach Hause zurückkehrt. Beinahe so, wissen Sie, ich bin so gut wie hier aufgewachsen. Ich war in der Armee, ich habe im Zivilleben gearbeitet und ich bin in die Wirtschaft eingestiegen. Ich hatte viele sehr gute Freunde und ich hatte viele starke Bindungen hier in den 60er und 70ern. Und ich empfinde eine starke Zugehörigkeit zu Vietnam und fühle mich hier zu Hause. Und es hat mich sehr interessiert, was seitdem geschehen ist und was mit den Menschen geschehen ist und was sie dachten. Mochten sie uns oder mochten sie uns nicht? Hatten sie die Russen lieber oder uns Amerikaner? Er hat die Vietnamesen schätzen gelernt, sagt er. Ihren Fleiß, ihre Begeisterungsfähigkeit. Aber er hat auch Schwierigkeiten als Ausländer, zumal als US-Bürger, in diesem überbürokratisierten Land ein Unternehmen aufzubauen und zum Laufen zu bringen. Alles müsse genehmigt werden, jeder Schritt, jede Maßnahme. Und dann den Thunfisch, den er verarbeiten wollte, gäbe es nur in kleinen Mengen. Weil die ganze Industrie, die Verarbeitung wie die Flotte veraltet sei. Seine eigenen Fischereiboote dürfe er nicht ins Land bringen. Angeblich aus Sicherheitsgründen sei die Regierung dagegen. Das Land ist sehr offen geworden. Vorher stand die Tür nur einen Spalt weit auf. Und jetzt ist es wie ein Sturm. Die Tür steht sehr weit offen, mindestens ein Drittel oder halb offen. Und es gibt einen freien Gedankenaustausch. Unternehmen entstehen, landwirtschaftliche Betriebe kommen nach Vietnam und investieren. Vietnamesen werden jetzt in anderen Ländern ausgebildet. In Australien, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Deutschland, in vielen verschiedenen Ländern. Ich weiß, dass sie etwas über die Ideen anderer erfahren dürfen und diese Ideen mit zurück in ihr Land nehmen dürfen. Learn about the ideas of others and bring those ideas back to their country.
Das Internet kann sich jetzt entwickeln, die Telefonverbindungen. Sie können jetzt überall in der Welt von Vietnam aus anrufen. Natürlich ist die Führung in Vietnam im Allgemeinen noch immer in Sorge um die Tradition. Sie glauben noch immer an die vietnamesischen Ideale, an die vietnamesische Kultur. Und sie wollen nicht, dass sich das zu sehr verändert. Ja, ich glaube, sie hängen sehr an ihrer Identität als Vietnamesen. And I believe most Vietnamese also still want to hold on to their culture. Fischer, hatte uns Jill Watts noch gesagt, seien konservative Menschen, tief verwurzelt in ihren Traditionen. Das sei auch in Vietnam so und ein sehr wichtiger Grund, warum er die Menschen hier so sehr möge. Fischfang und Reisanbau waren über Jahrhunderte hinweg die wichtigsten Einkommensquellen für die Vietnamesen, gleich unter welchem System. Daran hat sich auch bis heute nicht viel geändert. Und so viel anders sieht der Fischereihafen von Da Nang heute auch nicht aus als vor 50 Jahren. Das ist es eben. Die Traditionen werden bewahrt. Eine Modernisierung der Fischereiindustrie dagegen, die ziemlich große Einkommensmöglichkeiten böte, fand in den zurückliegenden 25 Jahren nicht statt. Langsam und eigentlich erst seit 1994, seit der Aufhebung der Handelsblockade durch die USA, versucht die Regierung, den ungeheuren Fischreichtum vor den Küsten ihres Landes zu nutzen. Investitionen für den Ausbau des Hafens würden günstige Bedingungen für die gesamte Fischwirtschaft schaffen. Konkret für das Fischereigewerbe selbst. Das heißt für jeden einzelnen Fischer. Aber es gibt weder Anlegestellen noch einen funktionierenden Zwischenhandel. Deshalb müssen die Fischer die frische Ware selbst auf den Markt bringen. Die Modernisierung des Da Nanger Fischereihafens würde die Lösung folgender Probleme erheblich beschleunigen. Eine bessere Verwaltung des Fischereibetriebes und die Verhinderung von Überfischung. Ein Fünftel der vietnamesischen Gewässer ist flach. Es ist das Fanggebiet für fast alle Fischer. Ihre Boote sind meistens auch für tiefes Wasser nicht geeignet. Nur 1% ist hochseetauglich. Dabei liegen 4/5 aller vietnamesischen Fanggebiete im tiefen Wasser. Diese Fischbestände werden überhaupt nicht ausgeschöpft. Zurzeit werden nur 3% der möglichen Fangmengen aus tiefem Wasser geholt. Es gibt weder Konzepte für Fischerei und Verarbeitungsindustrie, noch wissen die Vietnamesen, welchen Fisch sie wo fangen können. Vor allem aber, es fehlt am geeigneten Gerät. So schwierig ist das. Jill Watts könnte helfen mit seiner Flotte. Und eigentlich will die Regierung auch modernere Fangmethoden. Doch nicht alle im fernen Hanoi sind Reformer. Unternehmer werden schon gewünscht, aber nicht zu viele und nicht ohne Kontrolle. Also wird erstmal alles ziemlich so bleiben, wie es ist. Der Fisch wird weiter am Ufer von Da Nang angelandet und die Frauen feilschen um niedrigere Preise für die geringen Mengen. Bis ein modernerer, größerer Hafen entsteht, wird noch einige Zeit ins Land gehen. Ob es dann schon eine moderne Hochseefischereiflotte geben wird, wer weiß. Außerdem, die Vietnamesen handeln gern. Erstklassige Geschäftsleute waren und sind sie. Das Angebot ist besser geworden, üppig ist es nicht, doch kein Vergleich mit der katastrophalen Lage in den Jahren nach dem Ende des Krieges. Drei Autostunden weiter ist es ganz still, bedrückend still. My Lai, hier Mui, sie ist die Enkelin des letzten Kaisers. Bao Dai, ihr Großvater, in seinem Palast in Hue, bevor er 1945 abdanken musste. Bis 1955 war er dann Staatschef von französischen Gnaden in Vietnam. Danach wurde er abgesetzt und ging nach Paris ins Exil. Phuong hat hier niemanden mehr. Ihr kaiserlicher Großvater ist tot. Ihre Mutter lebt mit der übrigen Familie in Australien. Ich erinnere mich an eine glückliche Kindheit in Hue. Es war lange die Heimat meiner Familie. Heute bin ich glücklich, wieder nach Hue kommen zu dürfen. Hier war ich schließlich Kind.
Hin und wieder kommt hier die ganze Familie zusammen und gedenkt vergangener Zeiten. Ich habe in ihr jemand gefunden, dem ich sehr persönliche Fragen stellen kann. Dadurch bekomme ich Informationen über Vietnam, die ich sonst nicht bekommen hätte. Das hilft mir zu verstehen. Wir haben uns 1970 in Da Nang kennengelernt. Gleich nachdem ich 1989 wieder zurück durfte, haben wir dann geheiratet. Die Liebe zu ihr war der Grund, weshalb ich nach Vietnam zurückgekehrt bin. Die Besucher erkennen Phuong und nähern sich ihr mit Respekt. Sie ist an diesem Tag sehr ergriffen und manches Mal richtig sprachlos. So sehr, sagt sie, hole sie die Geschichte ihrer Familie ein. In Ho Chi Minh-Stadt sei das eben ganz was anderes, aber hier im Palast in Hue sei die Vergangenheit wieder sehr nah. Wir können das alles nicht vergessen. Ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und ich habe hier als junges Mädchen gelebt. Ich hatte eine Freundin hier und vieles anderes, an dem ich sehr hänge. Ich bin sehr glücklich, denn meine Frau stammt aus dieser Stadt, die eine große Vergangenheit hat. Wenn Sie sich zum Beispiel umschauen, hier im Palast, es war der Sitz der vietnamesischen Kaiser. Viele bedeutende Vietnamesen, Leute aus der Regierung, aus dem Militär, aus dem Bildungswesen, kommen aus Hue. Denn diese Stadt war seit vielen Jahren das kulturelle Zentrum des ganzen Landes. Eine Prinzessin im Kaiserpalast von Hue. Was für eine Überraschung im kommunistischen Vietnam. Und dann noch an der Seite eines amerikanischen Ex-GIs, der gegen die Nordvietnamesen gekämpft hat. Ich fühle mich, als ob ich an einem Ort mit großer historischer Vergangenheit bin. Denn die Geschichte in Hue reicht viele Jahre, tausende von Jahren zurück und kennt Kaiser und Dynastien. Es ist sehr schwer, das alles zu verstehen, obendrein als Amerikaner. Die Kommunisten haben den Kaiser gehasst, bekämpft und verjagt. Den Palast hätten sie nach dem Krieg am liebsten abgerissen. Phuong weiß das. Mittlerweile ist ihr früheres Heim von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt worden. Unter Führung der KP hat das Land schließlich so etwas wie Stolz auf sein Kulturerbe entwickelt. Es sind noch 2 Tage bis zum Tet-Fest. In den Nachmittagsstunden versammeln sich die Buddhisten in ihrer Hauptpagode in Hanoi zum Beten. Win ist auch gekommen. Früher war er auf der Teufelsinsel eingesperrt. Heute ist er Vorsitzender des staatlichen Komitees für Religionsfragen. Der überzeugte Kommunist und Atheist hat eine gläubige Familie und er betet in der Pagode. Ist das nicht ein ziemlicher Gegensatz? Gar nicht weit von der Pagode entfernt liegt der offizielle politische Wallfahrtsort des Vereinigten Vietnam. Das Ho Chi Minh-Mausoleum. Ganz in der Nähe hat Onkel Ho, wie er heute noch liebevoll genannt wird, 1945 den Kaiser zum Abdanken gezwungen und die Unabhängigkeit Vietnams erklärt. 55 Jahre später hat das Land keinen Krieg mehr und seine Geschichte ist in all ihrer Gegensätzlichkeit zu besichtigen. 70 Jahre ist die Kommunistische Partei Vietnams in diesem Jahr geworden. An den Machtverhältnissen wird sich sehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit nichts ändern. Doch spätestens seit Aufhebung der Blockade durch die USA hat eine große Aufholjagd begonnen. Nicht alle profitieren von diesem Wandel in Richtung Marktwirtschaft. In Hanoi ist Armut deutlich sichtbar und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Hat also Vietnam den Krieg gewonnen und verliert nun den Frieden? Es sieht sehr danach aus, dass dem Land trotz Einheitspartei und Onkel Ho ähnliche Probleme ins Haus stehen wie seinen übrigen südostasiatischen Nachbarn. Allein mit dem Siegeszug von Coca-Cola und Honda, Handy und McDonald's und billiger Handarbeit für den Westen ist es nicht getan. Die Widersprüche zwischen kommunistischer Ideologie und marktwirtschaftlichen Reformen sind in kaum einem anderen Land Asiens so sichtbar wie in Vietnam. Die Frage zu Beginn des neuen Jahrtausends ist,
Wie kann Vietnam sich weiter öffnen und reformieren, ohne dass das Land seine Identität und die KP ihre Macht verliert? Als Hanoi an diesem Abend das Tet-Fest zelebriert, wird auch gleichzeitig der 70. Geburtstag der Partei gefeiert. Es wird in diesem Jahr in Vietnam überhaupt sehr viel gefeiert. Nicht nur das Tet-Fest und der Parteigeburtstag, eben auch das Ende des Krieges vor 25 Jahren. 50 Jahre werde man brauchen, hatte Frau Kyu gesagt, um das Land wieder aufzubauen. Wenn das überhaupt reicht.